Der magische Topf. Der magische Topf. Vor langer Zeit lebten einmal eine arme Frau und ihre Tochter. Die schlugen sich mit Mühe und Not durchs Leben. Die Frau spann Garn, die Tochter verkaufte es auf dem Markt und erstand von dem Erlös etwas Brot und Käse. Eines Abends brachte sie stattdessen einen Topf heim, der ihr so gut gefallen hatte, dass sie ihn einfach kaufen musste. Die Mutter schlug sie und schimpfte, weil ihnen beiden nun nichts anderes übrig blieb, als hungrig zu Bett zu gehen, und warf den Topf auf die Straße. Eine Hebamme fand den Topf, nahm ihn mit nach Hause, wusch ihn und kochte sich ihr Essen darin, eine leckere Weinblattroulade. Gerade als das Essen fertig war, wurde sie jedoch zu einer Geburt gerufen. So nahm sie den Topf vom Herd, stellte ihn beiseite und eilte fort. Sobald die Frau das Haus verlassen hatte, sprang der Topf vom Tisch und rannte durch die Straßen geradewegs zum Haus des Mädchens, das ihn gekauft hatte. Dort klopfte der Topf an die Tür. »Wer ist da?« fragte das Mädchen von drinnen. »Der Topf«, antwortete der Topf. »Was bringst du?« »Eine leckere Weinblattroulade.« Wie freuten sich da das Mädchen und ihre Mutter. Sie setzten sich an den Tisch und konnten sich zum ersten Mal seit langem wieder satt essen. Als sie ihr Mahl beendet hatten, warf das Mädchen den Topf wieder auf die Straße. So, nach einer Weile kam die Frau des Sultans auf ihrem Weg zum Bad daran vorbei, und als sie den Topf dort liegen sah, befahl sie ihrer Zofe, ihn mitzunehmen. Im Bad angekommen, tat sie all ihre Perlen und Diamanten hinein und stieg ins Wasser. Die Zofe aber, die auf die kostbaren Steine Acht geben sollte, war so müde, dass sie auf der Stelle einschlief. Da entschlüpfte der Topf und rannte wieder zurück zu dem armen Mädchen. »Wer ist da?« »Der Topf.« »Was bringst du?« »Perlen und Diamanten.« Das Mädchen öffnete erfreut, nahm die kostbaren Steine heraus und warf den Topf wieder auf die Straße. Alles So, nicht lange danach kam ein Prinz vorbei, der auch ins Bad wollte. Er sah den Topf liegen und befahl seinem Diener, ihn aufzuheben. Der Prinz begab sich ins Bad, badete, rasierte sich und zog sich wieder an. Und wie er eben das Bad verlassen wollte, schwupps, verschluckte ihn der Topf und rannte mit seiner Last zurück zu dem Bad. »Wer ist da?« »Der Topf.« »Was bringst du?« »Ein Bräutigam.« Das Mädchen öffnete und wie es den Deckel des Topfes hob. Sie sah ihn an und er sah sie an und sie konnten die Augen nicht voneinander lassen. Schließlich heirateten sie und das Mädchen warf den Topf nie wieder auf die Straße, denn sie hatte nun alles, wovon sie immer geträumt hatte. Und hier ist der Topf. Der ist gelb. Ja, der ist gelb. Warum nicht? Der ist gold. Der hat Füße, klar. Ich meine, der hat Füße. Wenn ihr so einen Topf hättet, was würdet ihr euch denn dann wünschen? Ferrari. Ja, die Katze. Ich hätte ein Schwert. Ich wünsche eine Katze. Eine Katze, okay. Ein Ferrari.